Hallo und herzlich willkommen zum 10. Tutorial von neogamefactory.de. Heute mit neuem Equipment und ich hoffe, das hört man. Im Grunde ist es heute kein Tutorial, sondern mehr eine Einführung. Und zwar habe ich doch jetzt vor kurzem erst geschrieben, dass ich das UDK mit aufnehmen werde. Und genau das möchte ich euch jetzt zeigen, wo man das herbekommt. Und auch eine ganz kurze Einführung geben. Also wir werden nicht speziell auf Funktionen eingehen, ich werde bloß, wie man sich bewegt und wie man ein paar Objekte erstellen kann. Zuerst einmal laden wir das runter auf udk.com. Da auf der Seite befindet sich oben rechts Download UDK, dieser blaue Button, da klicken wir drauf. Und dann können wir links in der linken Spalte unter Download Latest Release halt die letzte aktuelle Version herunterladen. Das wäre jetzt die September-Version. Und wie wir hier sehen, ist wirklich fast jeden Monat eine neue Version eigentlich draußen. Und man sieht, es wird wirklich weiterentwickelt und es kommt ständig irgendwas Neues hinzu. Aber für uns würde es jetzt erstmal reichen, wir laden uns eine Version runter, arbeiten mit der erstmal eine Weile. Also wir müssen uns nicht jeden Monat die neue aktuelle Version herunterladen. Das wäre total sinnlos. Ich finde, es reicht, wenn man das jetzt alle 2 Monate macht. Das reicht vollkommen. Man kann das ist ja kompatibel miteinander. Man öffnet dann das alte Projekt und kann es dann neu anpassen, sage ich mal. Oder beziehungsweise das Programm macht es ja teilweise sogar automatisch. Jedenfalls auf September draufklicken. Das ist 1,5 GB groß. Dann wird es heruntergeladen. Ich brauche das jetzt nicht machen, denn ich habe es schon. Danach installiert er das. Ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Da brauche ich jetzt keine Hilfestellung geben. Und dann startet ihr den UDK Editor. Normalerweise ist das plus einmal vorhanden, da, aber ich habe jetzt schon 2 Versionen drauf und deswegen hatte ich das jetzt 2-mal. Ja. Und der Grund, warum ich mich für das UDK entschieden habe, noch zusätzlich das mit aufzunehmen, ist ganz einfach. Es ist, wie gesagt, sehr umfangreich. Sehr gute Grafik, sehr gute Effekte dabei. Und ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, bis zu 50.000 US-Dollar darf man damit einnehmen. Also man muss vorher, glaube ich, einmalig 99 Dollar bezahlen. Und dann darf man bis zu 50.000 US-Dollar einnehmen. Insgesamt, glaube ich, bevor man dann Gebühren zahlen muss. Also alles, was da drüber ist, hat man dann gewisse Gebühren, die man an Epic, dem Entwickler von der Unreal Engine, sozusagen abzugeben hat. Aber ich denke mal, 50.000 US-Dollar, das muss erstmal verdient sein. Gut. Der Willkommen-Bildschirm von UDK. Wie wir sehen, ist erstmal alles auf Englisch. Aber wir können hier schön ins Forum. Facebook gehe ich nicht drauf ein. Und wir haben auch Videotutorials. Oh, das ist schön. Da klicken wir mal drauf. Alles Englisch. Okay. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, kann sich das schon mal angucken. Es ist schon mal sehr ausführlich eigentlich alles. Wird das Interface erklärt. Normales Leveling, Materials, Terrain. Und also ist eigentlich alles vertreten. Und wie gesagt, die Community ist sehr groß. Wird ständig weiterentwickelt. Also es ist top, das Programm. Sollte sich jetzt auch wieder öffnen. Gut. Dann haben wir hier den Content Browser. Hier sehen wir zum Beispiel gerade Materials, also Texturen, bloß schon halt belegt mit Effekten und alles drum und dran. Also das ist, wir haben also sozusagen schon eine kleine Bibliothek, wo schon ein bisschen was drin ist. Wir haben aber nicht nur diese Materials, wir haben auch schon Soundeffekte. Wie ich finde, auch relativ gute. Die können wir alle verwenden. Wir haben auch Partikeleffekte schon. Ja. Okay. Sieht man jetzt nicht wirklich viel. Ja, ist halt ein Partikeleffekt. Hier sehen wir auch gleich, wie es zusammengesetzt ist. Aber wie gesagt, näher drauf eingehen tue ich da jetzt noch nicht. Denn das machen wir ein anderen Mal. Ich will euch das jetzt bloß erstmal zeigen, was UDK eigentlich kann. So, hier haben wir sogar gleich Objekte.
würde ich jetzt mal kurz sagen, ziehe ich mal hier die Treppe rein. Zack. Und schließe den Content Browser. So, wie bewege ich mich jetzt in diesem Browser vorwärts? Beziehungsweise wie bewege ich mich überhaupt in diesem Browser? Also, um sich umzuschauen, drücke ich die rechte Maustaste, halte die gedrückt und kann mich jetzt umschauen. Um vor und zurück zu gehen, drücke ich die linke Maustaste und ziehe halt die nach vorne oder nach hinten, kann mich dann bewegen. Um jetzt nach oben oder nach unten zu gehen, drücke ich beide Maustasten und kann nach oben, nach unten und links und rechts. Da jetzt aber nur die Maussteuerung sehr chaotisch wäre, gibt es auch noch die schöne Steuerung mit WASD. A, D, S, W. So. In Kombination mit der rechten Maustaste haben wir sozusagen die Ego-Steuerung, also von einem Ego-Shooter. Und nun sehen wir, lässt sich das viel besser navigieren. Wenn wir jetzt mitten ins Spielgeschehen eingreifen wollen, also direkt so, wie wir jetzt hier gerade vorhanden sind, drücken wir hier oben diesen blauen Play-Button. Wird kurz gespeichert und ja, fallen ins Geschehen. Und schon können wir die Treppe, die wir gerade eben reingesetzt haben, begehen. Grafikfehler, okay, das ist was anderes. Gut. Wie erstelle ich jetzt hier überhaupt ein Level? Erstmal löschen wir hier alles. Und dann erscheint uns hier so ein schönes... Wo ist es hin? Okay. Stellen wir uns eben ein neues. Da hinten ist er. Was macht er da hinten? Okay. Frage ich mich jetzt, wie der dahinter gekommen ist. Jedenfalls. Dieser rote Würfel ist unser Konstrukt. Damit kreieren wir unsere Levels. Es klingt komisch und es ist auch komisch. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht wie beim Warhammer Editor, dass wir hier klicken mit links und dann ziehen wir uns hier ein Rechteck. Funktioniert hier nicht. Wir haben hier einen Quader. Und mit dem Quader müssen wir arbeiten. Wir können uns aber aus dem Quader aber auch eine Kugel machen. Müssten wir nur, sage ich mal jetzt hier, machen wir 5 draus. Bild, so, und dann haben wir jetzt hier eine Kugel. Okay. Oder wir machen uns eine Wendeltreppe. Oder eine Treppe. Oder auch mal eine Wendeltreppe. Oder eine Pyramide. Also, das geht. Aber man muss halt damit arbeiten. Also kreieren wir uns jetzt mal einen kleinen Raum. Machen wir 500. Mal 500. Und Hollow, also hohl. Klicken wir auf Bild, braucht man eigentlich nicht mehr, hat es ja gleich gemacht. So, aber wie wir sehen, ist hier trotzdem noch nichts vorhanden. Wir haben auf Bild geklickt und es ist nichts vorhanden, okay. Einige werden jetzt denken, ah, verdammt, das ist aber auch kompliziert. Und ja, es ist kompliziert. Aber wenn man damit erstmal klarkommt, wenn man in diesen Walkflow hineinkommt, ist es auch nicht so kompliziert. Wir haben nämlich links nicht nur diese Brushes, also die Form, wir haben auch CSG-Effekte. Wir haben hier Add, Subtract, Intersect und Deintersect. So, da wir jetzt einen Raum erstellen wollen, müssen wir Add nehmen. Also klicken wir Add. Und aus diesem Brush ist dann unser Raum geworden. Hier ist unser Raum. So. Jetzt können wir den Brush wegschieben. Wenn wir jetzt zum Beispiel Holo wegmachen und uns überlegen, ach verdammt, da muss ein großes Loch rein, machen wir jetzt Subtract. Und schon haben wir hier einen offenen Raum. Den Brush, also den Creator, können wir nicht einfach löschen. Das geht nicht. Wenn wir jetzt Lichter hineinsetzen wollen, müssen wir rechtsklick. Dann haben wir hier Add Actor, Light. Dann haben wir hier Licht. So. Das Licht, wenn wir jetzt Doppelklick drauf machen, können wir zum Beispiel bestimmte Farben zuweisen oder Effekte. Aber wir wollen, wie gesagt, nicht näher drauf eingehen. Jetzt
Was habe ich gerade gemacht? Wir müssen das Licht, wenn wir jetzt zum Beispiel starten, steht da Lightning needs to be rebuilt und sieht jetzt momentan alles sehr künstlich aus. Also müssen wir die Lichter neu kreieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir alle Lichter neu setzen müssen, sondern wir klicken hier oben auf diese Glühbirne, Glühlampe, und öffnet sich hier dieses kleine Fenster. Qualität lassen wir mal Preview, weil das hier dann für uns schneller. Und dann klicken wir auf OK. Müssen jetzt ein bisschen warten. Dann fängt er an, das Licht zu berechnen. Und schon sehen wir, dass sich was getan hat. So, sieht anders aus, sieht erfrischender aus. Wir haben Schatteneffekte richtig und sieht einfach besser aus. So. Also das wäre jetzt erstmal so die Grundform. Also wie gesagt, um ins Spielgeschehen einzugreifen, haben wir oben diesen blauen Button, Play-Button. Geometrie und Licht-Rebuild machen wir hier oben. Geometrie ist zum Beispiel, wenn wir... Also jetzt hat das ja eigentlich gerade gemacht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel was löschen und der es nicht gleich anzeigen sollte, müssen wir rebuilden und dann löscht er das dann. Aber bei uns jetzt in dem Fall hat das ja gemacht und von daher brauchten wir das jetzt nicht machen. Also es ist ein bisschen komplizierter, spielt ruhig ein bisschen damit rum. Vielleicht kriegt ihr schon ein paar kleine Levels oder möchte gerne Levels, keine Ahnung. Aber spielt ein bisschen damit rum, das hilft eigentlich immer. Wie gesagt, sie ist geadd. Und Subtract sind so eigentlich die Hauptdinger, die man braucht. Gut. Das war es jetzt erstmal von der Einführung, weil mehr gibt es da jetzt erstmal nicht zu erzählen. Und fürs nächste UDK-Tutorial würden wir unseren ersten Raum bauen. Und nochmal auf ein paar mehr Interfaces eingehen. Also das war jetzt wirklich nur das Grundlegende, um damit erstmal ein bisschen zu arbeiten. Aber um später ein bisschen flüssiger zu arbeiten, gehen wir natürlich noch auf mehr Futures ein und ja, gut. Also würde ich dann erstmal sagen, dann bis zum nächsten Mal und es wird aber diesmal noch die Woche funktionieren. Also bis dahin, viel Spaß.